Das sind die Umfragewerte der SPD. Seit Jahren auf dem Weg nach unten. Bei 26% wären wir beinahe mit der Frauenquote der CDU zusammengestoßen. Achtung! Das ist im Weg. Beachtet mich einfach nicht. Das bin ich ja gewohnt. Ey, das geht voll auf die Knie. Hä? Was liegt denn hier unten rum? Schuhe. Ah, zu groß. Ach du Scheiße. Sie würden so gerne wieder nach oben steigen. Ja, und jetzt müssen wir erstmal warten, wer die SPD nach vorn. Ha, die Nahles macht's. Ah, oder so eine Flensburger Bürgermeisterin? Nee, erstmal der Scholz. Ja gut, dann lass mal weitergehen. Ja. Rückblick. Bei 23% wendet sich das Blatt. Wartet mal. Martin Schulz mit 100% zum Parteichef gewählt. Wow, es geht wieder hoch. Schulzzug. Ey, warte, komm, wir nehmen gleich den Aufzug. Ja. Schulz. Hä, was soll der Scheiß? Ey, mach wieder auf! Anhalten! Wir stürzen ab! Naja, und dann waren wir plötzlich im Keller. So tief waren die Umfragewerte der SPD noch nie. Wenigstens haben die SPD-Umfragewerte bei 16% tolle neue Nachbarn. Was riecht denn hier so? Hat jemand einen fahren lassen? Hallo? Die AfD-Umfragewerte. Ja, wir würden uns denn jetzt hier mal dazusetzen. Oh Gott. So. Ist doch ganz gemütlich hier, eigentlich, oder?